Hallo, danke, dass ihr wieder auf den Link geklickt habt und ihr euch mein Video anschaut. Mein Name ist Daniel Urstöger, ich bin professioneller Hochzeitsfotograf und heute geht es um die Firma Companion. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, aber vielleicht seid ihr auch schon mal drüber gestolpert. Die Firma Companion ist eine Firma aus Deutschland, die sehr edle Fotorucksäcke baut. Diese Fotorucksäcke sind in der Regel aus Leder, also zumindest die Außenhaut davon. Und die schauen wirklich sehr stylisch aus. Muss man denen lassen. Ich habe bis jetzt aber einen Bogen darum gemacht. Das liegt einfach daran, dass ich halt einen Fotorucksack eher brauche, der auch mal im Dreck landen kann, ohne dass er gleich ja, schludrig ausschaut. Optisch haben sie mir immer sehr gut gefallen. Ich glaube auch, dass sie ziemlich praktische Lösungen haben, aber für mich war das nie ein Thema. Ich habe dann immer wieder auf ihre Webseite geschaut und irgendwann hat Companion diesen Markt, ich will jetzt nicht sagen für sich entdeckt, aber auf jeden Fall auch gemerkt, dass da Potenzial da ist. Sie haben das Ganze dann auf Kickstarter gestartet, weil sie halt die Produktionsrisiken damit ein bisschen besser abdecken konnten. Und dann gab es tatsächlich einen Companion-Rucksack mit Synthetik-Außenhaut. Ja, und glücklicherweise habe ich den tatsächlich gestern schon bekommen. Jetzt freue ich mich, dass ich heute direkt das Video darüber machen kann. Und zwar habe ich hier in der Schachtel habe ich das Modell drinnen. Ich fand es echt nett. Also sie haben natürlich erstmal Material beigelegt. Wer sind wir überhaupt? Was tun wir? Und das nächste ist halt wirklich nett. Eine Grußkarte. So, ihr habt dafür gesorgt, dass das Projekt zustande gekommen ist und ja, Companion, ich sage danke, wahrscheinlich viele andere auch. Freut uns, dass ihr das mit unserer Hilfe hinbekommen habt. Und ich freue mich jetzt, diesen Rucksack anzuschauen. In der Packung sind zwei Dinge drinnen, neben der Grußkarte. Das kennt man ja, das ist der Bauchgurt. Der ist bei dem Rucksack optional. Das ist eine Sache, die hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich habe einen Rucksack von LoPro und der ist zwar cool, aber da kann man den Gurt nicht rausnehmen. Und den Gurt, wenn ich ihn nicht lange trage, brauche ich den Gurt nicht wirklich und dann hat man den immer dabei. Und insofern schön, dass man hier die Option hat, ihn zu verwenden oder nicht. Ich habe ihn jetzt noch gar nicht ausgepackt. Ich hole den jetzt eben mal raus. Ihr seht es vielleicht auch schon, dass die Farbe, für die ich mich entschieden habe, Arctic Grey ist. Das Schöne an dem Gurt ist, dass er hier auch nochmal zusätzlich eine Seitentasche hat. Das heißt, also, da kann man auch noch mal ein bisschen was reingeben. Und ja, Companion hat das in Kooperation mit Deuter gemacht. Das heißt, also, die Auflagefläche für die Schultern und Rücken ist von Deuter. Nehme ich mir an, das logischerweise auch. Ja, also man kann davon ausgehen, dass das sehr angenehm zu tragen ist. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das jetzt ein Review wird, sondern das ist eher so ein erster Blick darauf. Ein Review würde ich dann machen, wenn ich den Rucksack länger in Verwendung hatte. Also hier ist das gute Stück. Wenn ich mich richtig entsinne, war das die 25-Liter-Variante. Ich habe lieber ein bisschen einen größeren Rucksack. Ich habe hier nämlich noch zum Testen dann später hier so Sachen, die ich in der Regel dabei habe. Ich habe hier meine D5, das 300 mm 2.8 und das 70-200 2.8. Das sind so Sachen, die habe ich immer sehr gerne dabei, wenn ich Tiere fotografiere. Und das ist so für mich die Benchmark, das muss mindestens reinpassen. Das scheitert bei vielen Rucksäcken schon alleine an der Tiefe. Man sieht hier, der Rucksack ist tief genug, dass man den Pro Body so hochkant reinkriegt. Das heißt auf jeden Fall, da sind wir schon mal auf einem guten Weg. Dieses System, dass sich die so seitlich öffnen lassen und mit Magnet arretieren, das kennt man von anderen Rucksäcken, von denen finde ich prinzipiell ganz schick. Ja, und passt auch so zum Rest ganz gut dazu. So, das hier oben ist so ein Sack, den ich einfach aufmachen kann. Und dann kann ich hier sozusagen noch Sachen zusätzlich einfüllen. Das heißt, ich habe ja eigentlich relativ viel Staufläche nochmal übrig. Das heißt, also, wenn der Rucksack voll ist, kann ich da oben halt noch ja, Regenjacke, Schlafsack, was auch immer man unterwegs noch brauchen kann, da reingeben. Von mir aus auch die Wasserflasche oder sonst irgendetwas. Dann hat er auf der Seite, sieht man auch schon ganz schön nochmal das Seitenfach, wo man dann die Kamera rausnehmen kann, wenn man das Inlay entsprechend sich ausgebaut hat. Hier ist nochmal so eine kleine Tasche,
Ich nehme an, das ist dazu gedacht, um hier ein Stativ reinzugeben, dass man hier oben dann auch quasi dann arretieren kann. Ich schaue mal kurz, ob ich ein Stativ hier. Nein, habe ich gleich gerade keins griffbereit, aber prinzipiell ist es, denke ich, dafür gedacht. Dann habe ich hier nochmal eine Tasche, wo ich seitlich Sachen reingeben kann. Und habe hier nochmal eine Tasche, wo ich auch notfalls oder nicht notfalls auch nochmal ein Stativ festmachen kann. Das heißt, ich kann links oder rechts ein Stativ befestigen. Das ist natürlich schon sehr praktisch. Sollte man jemals in Versuchung kommen, zwei mitnehmen zu müssen. Oder natürlich kann man auch andere liegende Gegenstände da festmachen. Hier sieht man nochmal, wie ich schon gesagt habe, also in Kooperation mit Deuter ist hier diese Rückenauflagefläche designt und im Endeffekt ja auch produziert worden. Das macht alles einen sehr guten Eindruck. Das heißt, also das schaut nicht so aus, als würde man sich dann nachher zu Tode schwitzen, weil der Rucksack dann sozusagen dermaßen fest am Rücken aufliegt. Die Tragegurte, bei dem Low Pro, den ich habe, sind die noch perforiert, damit die Luft ein bisschen besser durchkommt. Hier weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie angenehm das zu tragen sein wird, macht aber prinzipiell auch einen guten Eindruck, in dem Sinne, dass sie breit sind und dass man damit wahrscheinlich auch ein bisschen Gewicht tragen kann. Ja, wenn man hier diese beiden Clipsel hier aufmacht, dann kann man hier dann am Ende des Tages diese Reißverschlüsse aufziehen und kommt dann in das Hauptfach vom Rucksack. Und zwar kommt man hier hin. Hier ist eine iPad-Laptop-Tasche, je nachdem wie groß der eigene Laptop ist. Ich nehme mal an, dass ein 15 Zoll nicht reinpasst, aber das würde ich mir dann sozusagen nochmal genau anschauen. Das ist hier Klettverschlussfläche, hier ist auch ein Aufsatz für Speicherkarten. Kann ich natürlich auch anders anordnen, wenn ich möchte. Und vermutlich wird es dann auch Module zum Nachkaufen geben. Hier habe ich dann eine Tasche schon mit dabei, wo ich auch schon mal was reingeben kann. Das ist schon mal super praktisch. Ja, dann das Innenlayout ist wie gesagt variabel. Das heißt, ich kann diese mit Klettverschluss hier einfach rausnehmen und mir das so hinbauen, wie ich das möchte. Ich habe hier nochmal so eine Innentasche, die man auch kletten kann. Also die könnte ich jetzt rein theoretisch auch hier hinkletten, wenn ich das möchte. Von der Größe sieht man, dass hier schon relativ viel am Platz geboten wird. Ich würde jetzt einmal hier, auch wenn es ein bisschen wüst ist, das 300 mm Objektiv reingeben. Das heißt, das 300 mm Objektiv, wenn ich mir das gerade so anschaue, selbst wenn die Kamera angesteckt ist, kriege ich locker rein. Und dann kriege ich natürlich, ist noch nicht mal die Hälfte belegt, dann kann ich hier auch locker noch das 70-200er daneben reinbauen. Das ist für mich deswegen wichtig, weil ich eigentlich einen Rucksack gesucht habe, wo genau das der Fall ist. Den Low Pro, den ich habe, der bietet das auch, aber da ist es schon ein bisschen ein Gequetsche. Und hier habe ich dann noch ein bisschen Platz sozusagen und habe noch Volumen übrig. Also ich zeige euch das jetzt hier nochmal. Also man sieht, da ist schon gut, nach oben auch noch gut Platz, wenn man die Version so braucht von den Brennweiten her. Das heißt aber am Ende des Tages, da kriegt man locker, wenn man jetzt mit dem 70-200er schaut sozusagen, das ist ja so eins von den größten Standardobjektiven, also da kriegt man locker 3-4 von diesen Objektiven rein, zusätzlich noch 2-3 Bodies, also das ist überhaupt kein Problem für den Rucksack. Insofern macht das für mich im ersten Eindruck schon einen sehr guten oder hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich nehme mal an, wenn ich ihn jetzt die nächsten Tage auch ein paar Mal ausprobieren kann, dass ich dann auch noch mehr dazu zu sagen habe. Aber für jeden, der den Rucksack noch nicht live gesehen hat, also so sieht er aus. Ich muss sagen, vom Design her fand ich den Low Pro, den ich habe, den muss ich euch beim nächsten Mal zeigen, noch ein bisschen schicker. Aber der bietet ein bisschen mehr Platz und ich glaube auch, dass das Tragesystem hier ein bisschen angenehmer ist, wenn man dann länger trägt. Also wenn ich Tiere fotografieren gehe, bin ich halt also wirklich viele, viele Stunden irgendwo unterwegs. Und es ist dann schon wichtig, wenn im Rucksack Kamera, Objektive drin sind, das natürlich vom Gewicht her schon eine anspruchsvolle Auslastung ist, dass man dann nicht nach ein paar Minuten schon sich quasi den Rücken verletzt hat. Ja. So viel zu dem. Ich hoffe, das war für euch spannend. Falls ihr bei Kickstarter noch nicht mitgemacht habt und darauf gewartet habt, dass das gute Stück mal in live zu sehen ist, da ist er.
Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, beantworte ich die gerne. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und vielleicht dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.